Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Kollege Barlin hat ja hier davon gesprochen, dass er mal die Wahrheiten hier ansprechen möchte. Er hat keine Zwischenfragen zugelassen, sonst hätte ich ihn auch gerne noch gefragt, ob er denn nachdem Sie Frau Ulrich ja abgewiesen haben, war mir klar, dass Sie auch keine Zwischenfragen zustanden. Also, Herr Barlin, meine Frage wäre gewesen, nämlich an Sie, ob Sie denn, und Sie haben ja zum wiederholten Male die Legende, die auch die Ministerpräsidentin gerne weiter verbreitet, es ging um den Schutz von Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern, diese Legende haben Sie heute ja auch nochmal gepflegt. Und deswegen wollte ich Sie eigentlich gerne mal fragen, ob Sie denn die Firmen kennen aus Mecklenburg-Vorpommern, die hier dann am Ende von Nord Stream 2, von der Klimaschutzstiftung Aufträge bekommen haben und von ihr profitiert haben. Die Liste hat uns ja Herr Sellering und so wie zum Thema Transparenz noch nicht zur Verfügung gestellt als Untersuchungsausschuss, aber es standen ja auch Firmen in der Zeitung, es liegt ja manchmal auch was in der Straßenbahn und da kommt man natürlich, Herr Barlin, auf die Firmen aus den sehr bekannten mecklenburgischen und vorpommerischen Städten Dubai, Parma, Stavropol, Bayswater, La Spezia, Ras Al Khaimah, Stavanger, Rotterdam und Zürich. Das waren nur eine ganz kleine Auswahl von Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern, die von der Klimaschutzstiftung profitiert haben. Wenn die Information stimmt, die sich dort vom Verfassungsgericht erklagt wurden durch die Medien, reden wir von einem Auftragsvolumen von 173 Millionen Euro, was hier ausgegeben wurde. 84,7 Millionen Euro gingen an ausländische Dienstleister, also knapp 50%. 73 Millionen Euro nach MV, davon alleine 36 Millionen an Rokai. Darüber sprechen wir noch im nächsten Tagesordnungspunkt. Wir reden also hier über insgesamt 37 Millionen, wenn man Rokai abzieht, von 173 Millionen Euro. Und Sie, Herr Barlin, versuchen uns weiterhin hier glaubhaft zu machen, dass es um den Schutz von Firmen aus MV ging. Darum ging es natürlich nicht. Es ging um die Fertigstellung der Pipeline. Das wüssten wir doch alle. Das haben wir doch hier gemeinschaftlich beschlossen. Und deswegen hören Sie doch auf. Aber Sie behaupten das ja weiterhin und Frau Schwesig behauptet es weiterhin und es stimmt einfach nicht, es ist eine Unwahrheit. Seien Sie doch ehrlich, es ging um den Bau der Pipeline Nord Stream 2. Das haben wir doch seinerzeit gemeinschaftlich hier beschlossen. Darum ging es doch, um nichts anderes ging es doch. Kaum Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern. Das waren überwiegend ausländische Firmen, die von dem Geld hier profitiert haben. Ich habe es Ihnen aufgeführt. Und meine Damen und Herren, Herr Barlin, ich finde auch die Vergleiche hier zu sagen, wir haben doch auch Beauftragte des Landtages, also entschuldigen Sie bitte, Bürgerbeauftragter, Datenschutzbeauftragter, die haben bei uns Verfassungsrang, die stehen in unserer Landesverfassung, das können Sie doch jetzt nicht mit einem Gutachter oder Experten in einer Enquete-Kommission gleichsetzen. Also das ist schon eine sehr, sehr fragwürdige Auffassung von den Beauftragten hier im Land, die eine sehr, sehr gute und wertvolle Arbeit leisten. Und deswegen, meine Damen und Herren, werden wir jetzt ganz genau hinschauen, was das Thema Beschlusskontrolle angeht. Wir haben schon geschaut, es gibt auch diverse Beschlüsse des Landtages von Rot-Rot aus dieser Wahlperiode, die noch nicht umgesetzt werden. Da sind wir mal gespannt, ob es dann da jetzt auch Beauftragte geben soll, die quasi dann mal schauen sollen, warum die Regierung noch nicht so weit ist. Das ist natürlich alles an den Haaren herbeigezogen. Hier gibt es Beschlüsse, die Regierung hat es umzusetzen. So einfach ist das. Wenn die Regierung Beschlüsse nicht umsetzen kann, muss sie hierher zurückkommen. Das hat sie heute gemacht. Das ist ein guter Anfang. Und wir werden, wie gesagt, Sie da auch weiterhin auch eng begleiten bei der Frage. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Ehlers. Das Wort hat jetzt noch einmal für die Fraktion